Zero Covid heißt die Initiative, die in aller Munde ist. Das Ziel: null Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Wie soll das funktionieren? Mit noch strengeren Maßnahmen als bisher. Ein europaweiter Shutdown über mehrere Wochen wird gefordert. Ausgangssperren, ausschließlich Homeoffice. Fabriken, Büros, Betriebe, Baustellen müssten demnach geschlossen werden und die Arbeitspflicht ausgesetzt werden. Besonders bei vielen Wirtschaftsvertretern stellen sich da die Nackenhaare hoch. Darüber spreche ich mit Christoph Lüttke, Professor für Wirtschaftsethik an der TU München, und Marc Hanefeld, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin in Bremervörde. Hallo. Guten Tag, grüße Sie. Herr Lüttke, was schießt Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Forderungen hören? Ja, also für mich stellen sich mehrere schwere Fragen und ich habe mehrere starke Einwände. Wenn ich zwei Komplexe herausgreife, ist das eine, ich halte es für illusorisch, das zu erreichen, diese Ziele. Das sage nicht nur ich, das sagen auch viele Leute aus anderen Disziplinen. Es ist nicht möglich, diese Inzidenzen, die da gefordert werden, im Winter zu erreichen. Die Beispiele, wo wir es gehabt haben, ist allenfalls im Sommer gewesen. Wir werden das nicht erreichen. Wir werden dadurch die Menschen auch demotivieren, weil sie nicht erreicht werden. Und das Zweite ist, ich halte das völlig unverhältnismäßig, sich auf dieses eine Ziel, die Neuinfektionen möglichst auf Null zu drucken, zu konzentrieren. Denn das erzeugt sehr, sehr viele medizinische, ökonomische, soziale, auch psychologische Kollateralschäden. Und das können wir nicht wollen. Also Ethik muss verlangen, dass eine verantwortungsbewusste Risikoabwägung über alle Aspekte hin vorgenommen wird und nicht nur ein Aspekt in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Fragen wir da direkt mal nach bei Herrn Dr. Hanefeld als Mediziner. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich bin mit Medizin ja auch mit Ethik verbunden und habe ich jeden Tag damit zu tun. Ich möchte nur mal entgegenstellen, wie es jetzt im Moment aussieht, und möchte die Frage stellen, wie soll es eigentlich anders gehen? Was soll man anders machen? Wir haben ja im Moment ja so eine Art Verlegenheits-Lockdown schon längere Zeit, also mit etwas unstrategisch ausgerichteter Schließung bestimmter Wirtschaftsbetriebe, ich sage jetzt mal Friseure, Buchläden und so weiter, mit relativ normal laufendem Leben. Und biologisch gesehen ist ja so, das Virus braucht uns als Überträger. Und wenn wir nicht da wären, so wie das auch im letzten Frühjahr war, wo noch nicht Sommer war, dann würden wir es auch schaffen, das runterzukriegen. Und es ist so, die jetzigen Zahlen, die wir haben, die führen dazu, dass, das habe ich gestern noch aus Berlin erfragt, dort 40 Menschen an der ECMO liegen. Es gibt kaum Gegenden auf der Welt, wo das in so einer Dichte überhaupt möglich wäre. Und 500 Covid-Patienten auf der Intensivstation. Ich erlebe, dass Behandlungskapazitäten zurückgeführt werden, weil keine Plätze da sind. Dass Chemotherapien auch bei Freunden von Bekannten von mir in diesem Fall nicht durchgeführt werden können, weil die ganzen Stationen voll mit Covid-Patienten sind. Wir erleben, dass in Großbritannien, wo man ja auch sehr liberal damit umgegangen ist bis vor kurzem, dass dort 300.000 Long-Covid-Fälle aufgetreten sind bis jetzt, mit massiven Schäden, auch im Hinblick auf die Wirtschaft sicherlich. Wenn man sich nur vorstellt, damit habe ich jeden Tag zu tun, chronisch kranke Patienten, die Arbeitsausfälle haben, riesen Krankenkassenkosten, Kosten für die Rentenversicherung. Wir wissen darüber zunehmend mehr. Und ich denke, wir können uns das auch wirtschaftlich nicht leisten, das so durchlaufen zu lassen, wie es jetzt ist. Herr Lüttke, ist das denn ethisch vertretbar, was Herr Hanefeld gerade aufgezählt hat? Also ich muss sagen, und ich muss das in aller Deutlichkeit sagen, was Sie eben gerade wieder gemacht haben und was Sie gesagt haben, bestätigt genau das, was ich vorher gesagt habe. Sie konzentrieren sich auf einen Aspekt und versuchen das zu übertünchen damit, dass Sie sagen, ich will auch der Wirtschaft dienen. Das ist einfach nicht wahr. Und Sie arbeiten auch mit falschen Zahlen. Die Intensivkapazitäten sind nicht
belastet, sind nicht über Gebühr belastet im Vergleich zu anderen Jahren, im Vergleich zu anderen Herbsten, im Vergleich zu anderen Jahren mit Grippewellen, sind sie nicht massiv belastet. Das wird seit Monaten behauptet. Es ist widerlegt worden. Es ist sogar zum Teil, es sind völlig falsche Behauptungen aufgestellt worden, dass da sogenannte Triage betrieben würde, wo man einen bevorzugt gegenüber dem anderen und weil man keine Alternativen mehr hat. Dieses musste alles zurückgenommen werden. Die Argumentation über die Intensivkapazitäten stimmt einfach nicht. Das muss man so festhalten. Und das Zweite ist, dass Sie mal wieder bestätigt haben, Sie wollen im Grunde die Menschen nicht da haben. Ich glaube, diese Argumentation muss ich als Ethiker groß und deutlich zurückweisen. Sie können doch nicht sagen, es wäre am besten, wenn wir gar nicht da wären. Im Gegenteil, Leben besteht daraus, dass wir da sind. Und zu sagen, die jetzige Situation, die ist untragbar. Entschuldigen Sie, da muss ich auch ganz klar sagen als Ethiker, wenn das Durchschnittsalter dieser Menschen, die hier sterben, bei 84 liegt, und wenn es klar ist, dass die Influenza plötzlich weg ist, dann muss ich daraus den Schluss ziehen, diese Menschen wären ohnehin an anderen Krankheiten, insbesondere etwa der Influenza, gestorben. Und dafür, für so etwas, was zum Leben einfach dazugehört, das müssen Sie doch als Mediziner wissen, Menschen sterben nun einmal. Dafür alle anderen wegzusperren, das halte ich für komplett unverhältnismäßig, unverantwortlich und schlimm. Herr Professor Lüttke, Sie haben sich ganz klar positioniert. Lassen wir Herrn Hanefeld zu Wort kommen. Da möchte ich ganz klar einsteigen. Gerade über ältere Menschen zu reden auf diese Art, möchte ich ganz, ganz klar zurückweisen. So geht das nicht. Wir haben hier gerade in meiner Stadt einen Heimausbruch mit etwa 70 Fällen. Davon sind 20 gestorben. Meine Kollegen und ich haben gerade 24 Stunden Dienst in diesem Heim und sind ständig dabei, so etwas wie Triage zu machen, ja, nämlich zu verhindern, dass die Krankenhäuser hier oder das Krankenhaus hier vor Ort geflutet wird und Totenscheine zu schreiben, mit weinenden Angehörigen zu sprechen, mit weinenden Pflegekräften. Und diese Leute, die werden nicht direkt jetzt gestorben. Das ist eine Behauptung, die mag man aufstellen, die halte ich für vorgeschoben in diesem Fall. Und es ist nicht so, dass wir nur auf die Medizin achten, sondern die Gruppe, die das hier den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung vorgeschlagen hat, wird durchaus auch von Menschen aus anderen Bereichen der Gesellschaft unterstützt und die haben daran mitgearbeitet. Da spreche ich nicht nur über Wirtschaft und Medizin. Diese Dichotomie finde ich ehrlich gesagt auch nicht angebracht, sondern es gibt ja viele Aspekte, nämlich Bildungswesen und so weiter, was auch noch eine Rolle spielt. Und ich kann nur sagen, wir werden hier unterstützt, beispielsweise von Professor Peichel oder von Professor Fürst, beide auch von der Universität in München und vom IFO-Institut. Und mit Professor Fürst, jemand, der eben auch im Rat der Wirtschaftsweisen ist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und der unterstützt das ganz klar. Und ich denke, wir wollen nicht die Leute wegsperren. Diese Behauptung halte ich für absolut aberwitzig. Es ist das Gegenteil der Fall. Ich finde das auch persönlich jetzt ein Angriff, muss ich sagen. Denn mein Leben als Arzt, da möchte ich bitte ausreden, habe ich Sie nämlich auch ausreden lassen. Mein Leben als Arzt ist fast seit einem Jahr sehr eingeschränkt. Warum? Ich bin der Gefährliche für meine Umgebung. Ich kann niemanden treffen. Das heißt, da habe ich durchaus auch ein persönliches Motiv. Und ich habe auch ein gesellschaftliches Motiv. Ich möchte nämlich auch, dass meine Patienten wieder besser und normaler leben können, die zu einem Großteil unter psychischen Erkrankungen auch leiden, beziehungsweise psychische Erkrankungen, die sich extrem verstärkt haben. Und das erleben wir alle. Und wir möchten nicht erreichen, dass die Leute weggehen, sondern im Gegenteil, wir wollen wieder, dass alle normal leben können. Und ich möchte das jetzt mal umdrehen. Sehr, sehr viele Wissenschaftler haben sich zusammengeschlossen und haben beispielsweise in dem Paper von Viola Priesemann im Lancet oder auch in den Stellungnahmen der Leopoldina zusammengeschlossen und haben gesagt, jawohl, das geht, man kann das erreichen, man muss es wollen, man muss sich Ziele setzen. Und es gibt sicherlich Einzelmeinungen wie Ihre, die das abstreiten. Nein, das Herr Dr. Hanefeld, lassen wir jetzt mal Herrn Professor Lüttke zu Wort kommen, was er dem entgegnet. Also damit
Vielen Dank, aber ich kann mir das nicht mehr anhören. Was Sie hier sagen, das ist seit Monaten, wird das immer wieder behauptet. Ich fange an mit dem Leopoldina-Paper. Dieses Leopoldina-Paper war der Offenbarungseid einer der renommiertesten Akademien dieses Landes, einer der renommiertesten Wissenschaftsinstitutionen. Da wurden Dinge behauptet, die sich im Nachhinein als komplett falsch herausgestellt haben. Da wurde gesagt, wir machen jetzt diesen Lockdown, um Weihnachten zu retten. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Die Inzidenzen sind immer weiter gestiegen. Dieser Lockdown sollte für uns alle eine Investition sein, hat auch der gute Clemens Fuß, den ich übrigens sehr gut kenne, hat das behauptet. Es hat sich alles als illusorisch erwiesen. Und Sie haben in diesem, und auch die Frau Priesemann hat es immer wieder auf dieses eine Beispiel, wo ein Lockdown angeblich wirkt, verwiesen, nämlich das Beispiel Irland. In allen anderen Fällen hat ein Lockdown niemals gewirkt und hat auch nicht die alten Menschen gerettet, von denen Sie hier immer reden. Das Beispiel Irland, das wurde damals herangezogen, auf der Basis wurden wir alle eingesperrt und dann hat sich herausgestellt, dass die Zahlen nämlich massiv hochgingen plötzlich in Irland und dass genau das hat sich als das Gegenteil von dem erwiesen, was Sie wollten. Und was Sie jetzt hier weitermachen, dass Sie immer noch diese Argumentation durchziehen, das ist absolut unverantwortlich. Sie können offensichtlich auch nicht mehr erkennen, dass Sie sich geirrt haben und dass wir umkehren müssen, dass die ganze Politik und diese Empfehlung, die Sie den Politikern immer geben, völlig falsch sind und völlig ohne jede Evidenzbasierung. Es wird nur noch auf eine Seite gehört, es werden nur noch ganz bestimmte Wissenschaftler gehört, wie jetzt auch wieder im Kanzleramt eingeladen und alle anderen werden nicht mehr gehört. Das ist keine Demokratie mehr, das ist auch keine verantwortungsvolle Wissenschaft mehr. Das sind heftige Vorwürfe, Herr Professor Lüttke, nicht nur an Herrn Dr. Hanefeld, auch gegenüber der Regierung. Demnach ist ja scheinbar alles falsch gemacht worden, wenn man Ihnen zuhört. Stimmt das, Herr Dr. Hanefeld? Gut, Herr Professor Lüttke ist anscheinend sehr in Rage. Vielleicht verliert er darin auch so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche aus meiner Sicht. Es ist nicht so, dass nur wenige Wissenschaftler gehört werden. Ich möchte noch wiederholen, einfach, das ist eine Stellungnahme von hunderten Wissenschaftlern. Sie mögen sich dagegen stellen, dann möchte ich aber auch vielleicht empfehlen, dann in die Diskussion einzutreten mit diesen. Das tue ich sehr lange. Was Herr Lücke als Gegenvorschlag macht. Also aus meiner Sicht ist es so, dass niedrige Fallzahlen uns allen helfen würden. Und ich möchte ihm ja recht geben, dass da auch Dinge falsch gemacht worden sind. Das ist absolut richtig. Wir alle sind frustriert darüber, dass es im Oktober hochging mit den Zahlen. Und das ging ja wirklich sehr steil hoch, exponentiell hoch. Und der Lockdown, na, wenn man ihn mal so nennen möchte, der hat ja immer bewirkt, dass diese Zahl abgeflacht worden ist. Ich möchte nicht wissen, was sonst auf den Intensivstationen ist. Seit Monaten ist die Gastronomie zu. Da werden Millionen von Existenzen vernichtet. Sie sind dafür mitverantwortlich. Und es hat nichts gebracht, überhaupt nichts. Herr Professor Lüttke, was wäre denn Ihr konkreter Vorschlag, um die Zahlen runterzubringen? Dieser Lockdown muss sofort beendet werden. Die Restaurants, die Hotels, die Fitnessstudios, die hatten alle Hygienekonzepte vor dem Lockdown, die funktionierten. Auch die Zahlen zeigen, dass sich da praktisch niemand angesteckt hat. Die muss man sofort wieder öffnen. Sofort. Und dann werden wir, und da bin ich ja auch wahrscheinlich mit Herrn Hanefeld übereinstimmen, dann sollten wir uns jetzt endlich mit Macht an die Impfung machen. Wie es andere Länder schon längst tun, nicht nur Israel. Die Amerikaner können besser impfen, die Briten können besser impfen. Mittlerweile können sogar die Italiener und die Spanier besser impfen als Deutschland. Dieses Land, was angeblich ein gutes, funktionierendes Gesundheitssystem hat, ist nicht in der Lage, vernünftig zu impfen. Das heißt, da sollten wir endlich rangehen und uns nicht an diese mittelalterlichen Lösungen wie Lockdowns machen, die nichts bringen. Herr Dr. Hanefeld, spielen wir den Vorschlag mal vor von Herrn Professor Lüttke. Die Gastronomie öffnet wieder, wir können wieder Kulturveranstaltungen besuchen. Was passiert dann aus medizinischer Sicht? Na, das sehen wir ja. Das sehen wir in London. Das sehen wir in Los Angeles. Dort gibt es keine Intensivkapazitäten mehr. Dort stehen Rettungswagen vor den Krankenhäusern und die werden ihre Patienten nicht los. Dort wird Sauerstoff rationiert. Dort werden Patienten mit Herzinfarkt zu Hause gelassen. Natürlich stimmt das. Und Sie können sich dann die Statements von den Kollegen selber angucken, die dort vor Ort sind. Und Sie mögen das negieren, Sie mögen das in Ihrer Rage auch gerne tun, aber die Fakten sprechen dagegen. Und das hat auch der Herr Feigl-Ding, heißt er, glaube ich, ganz deutlich gemacht in einem Tweet neulich und hat das ganz klar gezeigt, wie das zum Beispiel in Los Angeles aussieht. Durchlaufen lassen der Pandemie,
Mit diesen Zahlen, mit dieser Epidemiologie, mit der Biologie, die dieses Virus hat, ist für mich ein Irrweg und würde dazu führen, dass es sehr, sehr schlimm werden könnte. Und mit der Impfung, da möchte ich auch einhaken, natürlich ist das eine tolle Sache, dass es die Impfung gibt. Das ist ein Riesensieg für die Wissenschaft, aber wir schätzen, dass wir bis Mitte des Jahres 25 Millionen Impfungen verimpfen können. So ist sicher keine Herdenimmunität zu erreichen. Es wäre schön, was wir auch brauchen würden und leider auch nicht haben, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben die Risikogruppen geimpft, die älteren Patienten vor allen Dingen, dann, wenn man dann sagt, man lässt die Pandemie durchlaufen, dann haben wir immer noch einen gewissen Prozentsatz von auch jüngeren Patienten, so wie jetzt auch auf der Intensivstation. Das Durchschnittsalter liegt in etwa bei 60 von den Intensivpatienten mit Covid. Und ich habe auch sehr viel Einblick bei vielen, vielen Kollegen deutschlandweit, weil ich da sehr vernetzt bin. Es ist die Hölle da los. Und die Gesundheitsmitarbeiter können sich dazu nicht äußern, weil die Geschäftsführungen eben auch die Kommunikationsstrategie vorgeben. Die leiden intensiv. Herr Dr. Hanefeld, Herr Professor Lüttke interveniert. Ganz kurzes Statement, Herr Professor Lüttke. Streiten wir jetzt über Fakten? Ja, nur eine Nachfrage an Herrn Hanefeld zu diesem konkreten Punkt. Bitte. Würden Sie wirklich sagen, mit gutem Gewissen, dass die Situation jetzt anders ist als etwa vor 2 Jahren in den Intensivstationen oder im Allgemeinen überhaupt in dieser Situation, in dieser Jahreszeit? Herr Dr. Hanefeld? Sie sprechen auf die Grippe-Epidemie an, die zustande kam, weil wir den falschen Impfstoff ja nur freigegeben hatten. Das war tatsächlich ein Warnschuss und es ist jetzt im Moment schlimmer. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe hier schon von Fällen gehört. Das sagen Sie, die Zahlen nicht. Entschuldigen Sie, die Zahlen geben das nicht her. Gucken Sie doch ins Intensivregister und erzählen Sie mir nicht, dass das nachhängt, sondern das ist seit Monaten immer die gleiche Situation. Wir haben keine besonders unterschiedliche Situation im Vergleich zu anderen Jahren. Herr Professor Lüttke, fragen Sie Herrn Schmidt. Generalisieren Sie jetzt nicht. Herr Dr. Hanefeld kann ja nur aus seiner Expertise und von seinen Erfahrungen berichten. Ich habe jetzt trotzdem noch, um die Diskussion ein bisschen abzuflachen, ich habe eine Frage an Sie beide. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Tisch mit 1,5 Meter Abstand und sollen gemeinsam zusammen ein Papier über Schutzmaßnahmen einreichen. Was ist Ihr gemeinsamer Nenner? Worauf einigen Sie sich am Ende? Das weiß ich nicht. Der Mutigste zuerst. Frage ich einer. Ich verstehe ja schon, also ich kann mich mit vielen Menschen einigen, die auch anderer Meinung sind, wenn es um die Impfung geht. Aber so wie Herr Hanefeld sich jetzt hier äußert, so abwartend und so abwiegelnd, das muss ich noch zusätzlich von mir weisen. Also wir müssen doch jetzt den Menschen Optimismus verbreiten und sagen, wir können mit der Impfung da raus. Und wenn wir schnell impfen, dann sind wir auch da raus. Wissen Sie, was wir da für einen unglaublichen Bürokratieapparat im Moment mit der Impfung aufbauen? Und diese idiotischen Prioritätensetzungen, die einfach nur einem einzigen Zweck im Moment oder einen Effekt haben, nämlich dass das Ganze verlangsamt wird. Das ist einfach unmöglich. Wir müssen schnell impfen, wir müssen es unbürokratisch machen, wie die Israelis, wie die Briten, wie die Amerikaner im Moment. Und dann kommen wir da auch raus und schnell. Die Antwort des Mediziners? Also ich bin nach wie vor der Meinung, natürlich, dass wir viel impfen müssen und ich würde mir auch wünschen, dass wir möglichst alle impfen können. Und möchte aber in Zweifel ziehen nach wie vor, dass das im Moment bis zum Sommer die Lösung ist. Und es ist eine große Gefahr darin, jetzt in dieser Winterperiode, die besonders gefährlich ist, im Rahmen der Infektion einfach es durchlaufen zu lassen, nur weil die Impfung da ist. Denn die Impfstoffe müssen auch geliefert werden. Und wenn ich da nochmal auf den Punkt Ethik zurückkommen darf, es ist schwierig. Wir konkurrieren hier weltweit und wir haben auch andere Menschen in anderen Ländern, die mitkonkurrieren um diese Impfung. Und wir haben einfach nicht 80 oder ich sage jetzt mal 160 Millionen Impfdosen derzeit zur Verfügung. Aber jetzt was würden Sie denn ganz konkret, Herr Professor Lüttke, was würden Sie ganz konkret an der Regierung raten? Ja, die Regierung hat offenbar auf ganzer Linie versagt. Herr Spahn und Frau Merkel insbesondere haben offensichtlich zu wenig bestellt im letzten Jahr. Was sind Ihre Verbesserungsvorschläge? Das ist ein komplettes Versagen, das ist unmöglich. Und was man jetzt trotzdem machen müsste, wenn man nur das verimpfen würde, was schon da ist, wir haben ja die Zahlen, da liegen hunderttausende Impfdosen einfach rum und es wird nicht geimpft.
weil man darauf wartet, dass dann erstmal die über 85-Jährigen da geimpft werden und Pflegepersonal, die sich offensichtlich nicht impfen lassen wollen, dann soll man doch bitte jemand anders erstmal impfen. Diese Art von Bürokratie, dieses Schnarchnasentum, was in diesem Land offensichtlich herrscht und in weiten Teilen einfach so hingenommen wird, das verstehe ich nicht. Und weil Sie vorhin gesagt haben, USA und Los Angeles, darauf will ich nochmal zurückkommen. Wir wollen doch unser funktionierendes, gutes Gesundheitssystem, was überall immer wieder betont wird, doch nicht mit dem der USA vergleichen. Wir haben doch ein gut funktionierendes. Oder gegenüber der UK, was immer als Negativbeispiel hingestellt wird. Das heißt, wenn wir das nicht schaffen, besser als die zu sein beim Impfen, ja was denn dann bitte? Das ist der komplette Offenbarungseid. Ein Kritikpunkt möchte ich gerne aufgreifen. Herr Dr. Hannefeld, ist die Kritik von Herrn Professor Lüttke berechtigt? Was ist falsch daran, die meistgefährdetsten Personen wie eben 85-Jährige zuerst zu impfen? Das ist ja eine ganz eindeutige Entscheidung des RKI gewesen und der STIKO aufgrund von epidemiologischen Daten, dass diese Leute das größte Risiko haben zu sterben an Covid. Und das sehen wir auch hier vor Ort. Und das muss jetzt auch durchgeführt werden. Man muss natürlich auch gucken, dass man den Impfschutz maximiert. Und da gibt es eben Studienprotokolle, die muss man einhalten, sonst weiß man nicht, wo man steht. Natürlich gibt es da auch noch Spielräume. Warum wissen wir das bei uns nicht? In anderen Ländern wissen wir es. Die wissen es, wo sie stehen. Warum können wir das nicht? Ich verstehe es nicht. Gut, die Herren, zum Schluss eine Schutzmaßnahme, auf die Sie sich beide einigen können, die am wichtigsten ist. Herr Dr. Hannefeld zuerst vielleicht? Also die wichtigste Schutzmaßnahme aus meiner Sicht sind niedrige Fallzahlen zusammen mit der Impfung und zusammen mit der Entwicklung eines Medikamentes, was antiviral gegen Covid wirkt. Dann könnten wir ganz gut arbeiten. Und dann hätten wir aber immer noch das Long-Covid-Problem, das offensichtlich ja beim Gesprächspartner völlig unbekannt ist und das große, große Schäden machen könnte, wenn man das einfach so durchlaufen lässt. Und ich denke... Das ist Spekulation, das ist reine Spekulation, worauf Sie sich da stützen. Und das lehne ich komplett ab. Und diese Mutationen, die doch im Moment durch das Land getrieben werden, das ist reine Spekulation. Mittlerweile gibt es sogar dafür Daten, dass die Zahlen im UK gehen deutlich runter. Wenn da wirklich Herr Professor Lüttke, Mutationen unterwegs sind, dann wären die Zahlen nicht so. Das ist Ihre Kritik, aber wir wollten einen Vorschlag hören. Ja. Ein Vorschlag. Ja, also ich kann nur sagen, Hände waschen. Also das war auch am Anfang die Empfehlung, gründlich Hände waschen. Und ehrlich gesagt, viel mehr würde ich nicht machen. Die Schweden haben alles richtig, fast alles richtig gemacht. Sie haben am Anfang nicht die Alten- und Pflegeheime in der Region Stockholm ausreichend geschützt. Aber ansonsten haben sie alles richtig gemacht. Ich war vor einigen Monaten, da habe ich es mir selber angesehen. Man muss im Grunde hier nicht viel machen, außer gründlich Hände waschen, mal ein bisschen Abstand halten, dann läuft das schon. Und genauso hätte es auch funktionieren können. Das würde auch immer noch gehen. Den Lockdown müssen wir sofort aufhelfen. Ein Satz noch von Herrn Dr. Hannefeld dazu. Reicht Händewaschen aus? Auf gar keinen Fall. SARS-CoV-2 wird relativ wenig über Kontakte übertragen, über die Hände, sondern überwiegend über Aerosole. Darüber gibt es auch massiv Studien. Der schwedische Weg, das wird rein. Jetzt fallen Sie mir wieder ins Wort. Ich finde Sie, ehrlich gesagt, ein bisschen unhöflich. Sie dürfen aussprechen. Was diese Art von Aggression soll. Denn das bringt uns alle bestimmt nicht weiter, sondern ich glaube, es bringt uns weiter, dass wir... Dann noch ein Schlusssatz, der Fairness halber, Herr Professor Lüttke. Herr Dr. Hannefeld hat den Schlusssatz. Also ich würde mir wünschen, dass wir gesellschaftlich zusammenrücken, dass wir es schaffen, die Fallwerte deutlich zu senken, dass wir es schaffen, zu impfen und ein Medikament gegen Covid zu finden. Und ich wünsche mir, dass wir alle wieder so schnell wie möglich ein normales Leben bekommen, wir und unsere Kinder. Dr. Marc Hannefeld und Professor Christoph Lüttke, wir sind am Ende der Diskussion. Vielen Dank für diese sehr lebhafte Diskussion und alles Gute. Vielen Dank auch. Ihnen auch alles Gute.